Hallo, mein lieber Skorpion, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, wir schauen uns den Monat November an. Wir schauen uns dein Hauptthema an, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten? Was ist dir im Monat November nicht bewusst? Lieber Skorpion, bitte behalte im Kopf, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Finde selbst heraus, was zu dir gehört und was nicht. Hör am besten auf deine innere Stimme, sie führt dich. Sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal. Darfst du gerne reinschauen, mir auch da folgen, würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Skorpion, ihr habt eine intensive Zeit vor euch. Vielleicht merkst du es auch jetzt schon, weil wir haben bald eine Mondfinsternis. Ich glaube am 28., wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann haben wir noch Halloween, also wirklich dieser Übergang, wo die Wand zwischen unserer Welt und der spirituellen, feinstofflichen Ebene ganz dünn wird. Das heißt, du, und vor allem du, lieber Skorpion, weißt genau, deine Season ist, sage ich jetzt mal, du wirst ganz, ganz fest merken, es kann sein, dass du müde bist, viel müder als sonst, dass du irgendwie einfach dich ausgelaugt fühlst und du spürst diesen Druck, diesen energetischen Druck. Kann auch sein, dass du etwas schneller gereizter bist als sonst. Das sind wirklich all diese Energien, die ganz stark vor allem auf dich einwirken, natürlich auf alle anderen auch. Aber halt bei dir ist es ein bisschen besonders stark jetzt. Ist aber eine gute Zeit auch, um loszulassen, um Rituale durchzuführen, um zu manifestieren und auch um Klarheit zu bekommen. Meistens nach dieser Schattenphase kommt eben diese Klarheit. Aber schauen wir mal, dein November, lieber Skorpion, was musst du wissen? Lieber Skorpion, was musst du wissen? Was musst du hören für im November? Hüter der Fülle. Dies ist eine Zeit großen Erfolges für dich. All deine Pläne sind gesegnet und werden sich wunderbar entwickeln. Unerwartete berufliche Gelegenheiten kommen auf dich zu. Achte darauf, sie anzunehmen. Diese Karte lässt darauf schließen, dass jemand mit einer erstaunlichen Karriere an dieser Situation beteiligt ist. Der oder die Betreffende ist ein Mensch mit großer Integrität, dem es Freude macht, hart zu arbeiten. Dieser Mensch könntest du selbst sein. Wenn jetzt vor allem Beruf dein Thema ist, lieber Skorpion, wenn du beruflich große Ziele hast, das Thema Selbstständigkeit, das Thema vielleicht Berufung finden, könntest du im November einen großen Schritt nach vorne gehen. Ich habe das Gefühl, hier könnte eine Chance kommen oder eine Klarheit, irgendetwas. Kann auch sein, dass du die richtigen Menschen kennenlernst, die dir dabei helfen, in eine bestimmte Richtung zu blicken oder mehr zu kommen. Auch in der Liebe habe ich das Gefühl, könntest du ein bisschen offener werden und vielleicht sogar eben Menschen ja, anziehen und auch kennenlernen, die sehr interessant sind, so nicht unbedingt. Hört sich jetzt vielleicht etwas böse an, aber nicht so 0815, nehme ich wahr. Interessante Menschen wirst du begegnen, habe ich das Gefühl. Aber nehmen wir noch eine Orakelkarte, Skorpion, November. Was musst du wissen? Was musst du hören, Skorpion? Optimismus, ui. Kann sein, dass dich eine Person motivieren wird oder dass du vielleicht, ich nehme auch Podcast wahr, dass du vielleicht einen Podcast hörst und dieser Podcast motiviert dich. Das ist aber eine ganz spezifische Botschaft. Kann auch sein, dass dein Haustier, ich sehe hier ein Tier, ist mir jetzt noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt, dass dich das, dir das Kraft gibt und du bist am Überlegen, ob du dir ein Haustier zu, also wie sagt man,
zu dir nach Hause holen sollst. Das ist aber auch eine spezifische Botschaft. Aber ich habe das Gefühl, im November bist du guter Dinge. Du siehst klarer, du siehst wie ein Licht am Horizont. Ich nehme auch eine, so die Energie der Hoffnung wahr, aber schön. Weil Hoffnung gibt uns Kraft, oder? Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema mit dem großen Arkana, Skorpion? Was ist dein Hauptthema? Was ist dein Hauptthema? Der Magier, sich bereit machen, um auf den Weg zu gehen. Vielleicht Fähigkeiten ansammeln, Fähigkeiten erlernen oder Fähigkeiten begutachten, vor allem wenn Beruf dein Thema ist. Dann könnte es wirklich das Thema sein, habe ich genug, um eine Richtung einzuschlagen, um mich auf diesen Weg zu begehen. Der Magier erscheint aber auch oft, wenn man an seine Fähigkeiten zweifelt. Und er erinnert uns daran, hey, wo schaust du hin? Du hast alles, was du brauchst. Nimm es dir und geh los. In der Liebe gibt uns der Magier auch Hoffnung und ist auch eine starke gedankliche Kraft, also starke Manifestationskraft. Also achte wirklich, wo gehen deine Gedanken hin? Manifestiere, was du möchtest. Strahle das auch aus. Versuch das auch so zu leben. Ja, hier haben wir den Neuanfang, der Narr. Ich habe das Gefühl, als würdest du dich auf etwas vorbereiten. Aber schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch auf dich zu, Skorpion? Königin der Schwerter. Was kommt sonst noch? Fünfter Schwerter. Was kommt sonst noch? Bisschen viel, die nehmen wir jetzt nicht. Skorpion. Hier ist das Stopp. Ui, das Schicksalsrad. Sehr starke Karten, interessant. Du wirst aber schon gefordert, auch im November. Wir haben hier 6 der Schwerter, Königin der Schwerter und 5 der Schwerter und das Schicksalsrad. Kann sein, dass du es mit einem Luftzeichen zu tun haben wirst, dass ein Luftzeichen oder jemand, der sehr kopflastig ist, Thema wird. Ich sehe aber auch, dass man vielleicht Informationen sammelt, Wissen sammelt, Dinge zerdenkt, überlegt und tausendfach überlegt und weiter überlegt und sehr eine kopflastige Person ist hier. Ich weiß nicht, ob du das bist oder dein Gegenüber, falls ein Gegenüber hast oder Menschen um dich herum. Ich sehe hier auch mit 5. Schwerter, da musst du ein bisschen aufpassen bezüglich, ich sage immer wieder, bezüglich Selbstsabotage, dass du da wirklich nicht zu sehr in einen Gedankenstrudel gerätst und dann dich selbst sabotierst. Und ich glaube, das Universum merkt das. Das Universum merkt, dass du in die richtige Richtung blickst und dass du anfängst, das aber anzuzweifeln und dich zu sabotieren. Und dann kommt das Schicksalsrad. Dann kommt das Schicksalsrad, könnte eine Begegnung sein oder irgendeine schicksalshafte Wendung. Schauen wir uns genauer mal an. Königin der Schwerter, warum Skorpion? Ui, das Schicksal. Du zweifelst am Schicksalsrad, du zerdenkst deine Wünsche, du zerdenkst dein Ziel. Ist das wirklich das Richtige oder doch nicht? Sind wir seelenverwandt? Gehört dieser Mensch zu mir oder gehört dieser Wunsch zu mir? Das kann auch beruflich sein. Ist das meine Berufung oder doch nicht? So ein bisschen das wirklich Zerdenken, 5. Schwerter. Wow, die hohe Priesterin. Jetzt haben wir hier 3 Seelenkarten, also 2-mal das Schicksalsrad und die Hohepriesterin. Es könnte sein, dass da durch diese Selbstsabotage, dass du deine eigene innere Stimme etwas hintergehst, weil du zu wenig Vertrauen hast. Vielleicht Vertrauen in dich selbst,
Vertrauen, vielleicht bezüglich, weil du schon Erfahrungen gemacht hast, kann aber auch sein, dass das jemand anderes ist. Sehe hier, dass man nicht seinem inneren Ruf folgen möchte. Und ich glaube, das ist, weil man zu sehr in den Kopf geht. Also achte dich wirklich darauf, im November nicht zu verkopft zu sein, weil ich glaube, du hast eine extrem starke Intuition im November. Das Universum leitet dich. Du weißt ganz genau, wohin du musst. Da musst du nichts hinterfragen. König der Schwerter, wollte ich sagen. Warum? Weiß auch nicht. Das ist das Schicksalsrad. Vielleicht hast du es wirklich mit einem Luftzeichen zu tun. Warum das Schicksalsrad? Wir haben hier den Neuanfang. Und Ass der Stäbe. Das Universum hat für dich einen Neuanfang bereit. Also einen Neuanfang auch geplant. Das heißt, ein Energiezyklus hat sich jetzt so ein bisschen vollendet. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, in eine neue Energie einzutauchen mit dem Nord, das heißt in die Leichtigkeit. Und ich sehe hier auch mit Ass der Stäbe vor allem auch ein bisschen mit dem Feuer, mit Lebensfeuer. Vor allem, wenn du jetzt das Gefühl hattest, dass dir irgendetwas gefehlt hat, länger aber, vielleicht 2-3 Jahre schon, sei das ein bisschen das Feuer im Beruf oder auch das Thema Liebe, Beziehung, hast dich so ein bisschen, dann könnte hier eine Chance kommen, eine Wendung, die dir das ermöglicht. Chance für Leidenschaft, Passion leben, für das Lebensfeuer. Auch für starke sexuelle Energie nehme ich hier wahr. Etwas, was zu deinem Seelenplan gehört, habe ich das Gefühl. Könnte auch Thema Berufung sein, Thema Kreativität, etwas in die Welt hinausbringen und erschaffen. Und hier kommt das Schicksalsrad. Und ganz wichtig, das Schicksalsrad heißt jetzt nicht, dass das jetzt einfach so vor die Füße fällt und du musst nichts tun und es ist einfach das überhaupt nicht. Aber irgendetwas passiert im November und diese Situation oder Begegnung oder Information, was auch immer, führt dich in diese Richtung. Schauen wir mal weiter, Skorpion. Ich habe allgemein das Gefühl, bei Skorpion hat sich was getan. Ich glaube schon, man hat so dieser energetische Shift hat begonnen, glaube ich im Sommer, Juni oder Juli, hat es langsam angefangen. Merkt man richtig diese transformative Energie. Sieben der Stäbe. Der Gehängte. Hier haben wir noch Ass der Schwerter, Chance für Gespräche, Chance für Wahrheiten. Oder ein Geheimnis, Chance für ein Geheimnis zu erfahren. Falls du das Gefühl hast, jemand verschweigt dir etwas, könntest du es im November die Wahrheit erfahren. Also wir haben hier sieben der Stäbe, der Gehängte und sechster Schwerter. Ich sehe hier ganz klar, ich habe auch das Gefühl, irgendein Bild verlassen oder eine Vorstellung verlassen, die du früher hattest, ganz, ganz früher. Oder einen Glaubenssatz verlassen oder eine Komfortzone. Und das ist ein Prozess. Kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist, wo mit dem etwas hapert. Aber ich sehe hier wirklich dieser innere Kampf, so ein bisschen wie den inneren, Schweinehund bekämpfen oder den, ja, sich so ein bisschen die Angst bekämpfen, Komfortzone zu verlassen, sehe ich hier ganz starkes Thema. Also es ist wirklich ein Prozess und du wirst aber auch merken, es wird wahrscheinlich immer so ein bisschen hin und her sein von der Energie her, weil wir haben hier den Gehängten, so ein bisschen Stillstand-Energie. Es kann sein, weil du so fest mit diesem inneren Konflikt kämpfst,
dass du vielleicht fast schon dazu neigst, dass du etwas erzwingen möchtest, weil du genau weißt, das ist es. Aber auch wenn diese Richtung das Richtige ist, musst du doch noch geduldig sein. Du darfst nicht ungeduldig werden, weil sonst könntest du in den Gehängten kommen. Das ist so ein bisschen Stagnationsenergie. Plötzlich nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und das kann sein, weil es zu viel ist. Vielleicht auch bezüglich Arbeit schauen, eins nach dem anderen. Auch wenn du merkst, was komplett deins ist und du aufgehst, gönn dir doch noch eine Pause und einfach diese Balance halten. Auch in der Liebe, wenn du genau weißt, wohin du jetzt gehen möchtest, versuch nicht in dieses Zwanghafte zu gehen, weil sonst könntest du in den Gehängten kommen. Und der Gehängte ist wirklich doof. Das ist so das Gefühl von, ich schwebe in der Luft, ich weiß nicht mehr, wo eben oben und unten ist. Ich sehe hier auch mit sechster Schwerte, dass du dir vielleicht eingestehen wirst, vor allem im Beruf, dass du eventuell Unterstützung brauchst. Dass du Unterstützung brauchst, entweder in Form vielleicht einer Lektüre, vielleicht musst du etwas lernen, Neues lernen oder eine Ausbildung oder ein Coach oder, keine Ahnung, Rechtsberatung, Finanzberatung oder du irgendeine Aufgabe abgeben musst oder solltest. Falls Beruf dein Thema ist und du vielleicht selbstständig bist oder falls du angestellt bist, dass du dort wirklich auch lernst, dass du nicht alles an dich reißen darfst, sondern gib ab, weil sonst wird es vielleicht zu viel, sehe ich hier einfach. Erkenne selbst, was zu dir gehört und was du abgeben darfst. Auch in der Liebe sehe ich hier, dass du dir vielleicht auch Unterstützung holen solltest, falls du merkst, dass es für dich nicht so einfach ist. Und wenn ich sage Unterstützung holen, das kann man eben einen Podcast hören, lesen oder eben coachen, je nachdem, was zu dir gehört, oder? Aber so wie ein leichter roter Faden, wo dich ein bisschen führt, so leicht aber. Oder du musst ja nicht nach einer Anleitung gehen. Ich meine wirklich nur so ein bisschen ganz eine leichte Unterstützung, nehme ich hier wahr, solltest du dir holen bei irgendeinem Thema. Oder eine Information, irgendetwas. Nimm das, was zu dir gehört. Warum 7. Stäbe? Wassermann-Energie. Und 4. Schwerter. Ja, vielleicht zappelig sein. Du siehst diese Vision oder du hast sie schon irgendwie vor dir, aber du kannst sie noch nicht greifen. Oder du siehst eine Heilung, die kommt. Du siehst, dass endlich dein Herz heilt, alles um dich herum heilt. Oder du willst ein bisschen schneller machen, oder? Du bist ein bisschen ungeduldig, weil du merkst, jetzt bin ich dann bald bereit. Jetzt nur noch ein bisschen oder eben so ein bisschen etwas erzwingen wollen. Schön Stück für Stück. Auch Thema Ruhepausen, nicht hibbelig sein. Warum der Gehängt? Kann aber auch sein, dass das dein Gegenüber ist oder mit jemandem, wo du es zu tun hast. Ich sehe hier auch, dass dir bewusst ist, dass hier irgendwo ein Schlussstrich kommt. Und dieses Bewusstsein könnte dich etwas in eine Schockstarre bringen. Dieser Schlussstrich. Oder es ist normal, wenn etwas Neues kommt, muss etwas gehen. Da muss einfach Platz gemacht. Oder alles ist Dualität, alles ist Balance, wie Tag und Nacht, Mond und Sonne. Das ist einfach diese, ja, das ist wie ein Gesetz. Und hier, dir wird bewusst, dass du vielleicht irgendwo einen Schlussstrich machen sollst. Nimm auch das Thema Sicherheit wahr. Vielleicht nimmt dir das etwas die Sicherheit, weil halt Veränderungen kommen. Und das lässt dich etwas still, also so ein bisschen in den Stillstand bringen. Weil diese Erkenntnis vielleicht plötzlich kommt, ganz schnell. 6. Schwerter. Diese Hilfe, die wir gesehen haben, ja, es fällt dir aber nicht einfach, Hilfe anzunehmen, sehe ich schon. Oder dein Gegenüber hat Mühe, Hilfe anzunehmen.
7 der Stäbe und König der Kelch Wasserenergie mit sich ringen. Also ich weiß, wie das ist. Ich kann auch nicht gut nach Hilfe fragen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich will immer alles alleine machen. Und das geht einfach nicht. Ich weiß, ich bin auch so. Ich glaube, das kommt auch aus der Kindheit, weil ich schon sehr früh selbstständig sein musste. Und natürlich auch auf den Charakter an. Aber ich sehe hier, bei irgendeiner Herzensangelegenheit brauchst du Unterstützung. Es kann auch sein, wenn du dich gerade in einer Trennung befindest, dass plötzlich alles ganz schnell kommen kann und halt dein Kopf wie voll wird. Und dann wirklich hol dir auch Unterstützung dann. Was ist der Rat der Karten? Skorpion. 3 der Stäbe. Ziel ist in Sicht. Wohin möchtest du? Finde heraus, was dein Ziel ist. Wohin möchtest du im Leben? Wie soll die Zukunft für dich aussehen? Was wünschst du dir wirklich? Und behalte dieses Ziel wirklich vor Augen und überlege aber ganz genau, was für ein Weg dorthin am besten ist. Und erlaube dir auch, dass dieser Weg sich auch ändern darf. Bleib nicht stur auf einen Weg, weil Wege dürfen sich ändern. Oder manchmal ist ein Umweg auch besser. Aber überlege dir, wo ist dein Fokus im Leben? Ist der Fokus richtig? Gehört dieser Fokus zu dir oder eben nicht? Was liegt im Schatten, Skorpion? Wow, die Liebenden. Das Herz, Thema Beziehung, Thema Liebe, mehr nach dem Herzen gehen. Herzen aus, also Entscheidung aus dem Herzen treffen und nicht aus dem Kopf heraus, nicht aus Erwartungen heraus. Das liegt im Schatten. Frage dich, triffst du wirklich Entscheidungen aus dem Herzen? Oder eher nicht. Falls du Single bist, sehe ich hier, dass im Schatten eine Liebe liegt, die kommen möchte, sich dir aber vielleicht noch nicht gezeigt hat. Zwillingenergie. Hier liegt Liebe. Etwas, was dir wichtig ist, etwas, was aus dem Herzen kommt, aber sie wird wie noch nicht richtig gelebt oder es hat sich dir noch nicht ganz gezeigt. Also vergiss nicht das, was dir wirklich am Herzen liegt. Ja, mein lieber Skorpion, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.